Und wir kommen zu Tagesordnungspunkt 5, beraten dort einen Antrag der Piratenfraktion, Drucksache 5029. Untersuchungsausschuss ist wichtiger Schritt zur Aufklärung der Spionageaffäre. Ich eröffne die Aussprache und für die antragstellende Fraktion spricht nun der Kollege Schwert. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren! Die Fraktionen von Bündnis 90, die Grünen und die Linke haben auf der Bundesebene im Bundestag einen Antrag eingebracht, einen Untersuchungsausschuss einzurichten, der sich mit der Affäre rund um die westlichen Geheimdienste und deren Spionage befassen soll. Nun haben Sie im Bundestag nicht die ausreichende Mehrheit, diesen Untersuchungsausschuss selbst einzuberufen. Also sind Sie auf die Zustimmung der sehr großen Koalition angewiesen. Diese Zustimmung liegt jetzt prinzipiell vor. Darüber wurde auch bereits einmal debattiert im Bundestag. Und aus diesem Grunde haben wir die Chance, jetzt erstmalig auf der Bundesebene diesen Untersuchungsausschuss zu sehen. Für uns aus Nordrhein-Westfalen ist das ein gutes Signal. Denn wir haben ja schon öfters hier im Plenum darüber debattiert. Es wurde immer wieder darauf hingewiesen von allen möglichen Rednern, auch seitens der Landesregierung, wie wichtig sie Aufklärung auf der Bundesebene finden. Die findet nun in einem ersten Schritt statt. Also man kann diesen Untersuchungsausschuss nur begrüßen. Unseres Erachtens nach ist Edward Snowden der Kronzeuge dieses Verfahrens. Er hat über einen Kontraktor unmittelbar beim NSA gearbeitet. Er ist derjenige, der aus diesem Grunde den tiefsten Einblick in die Arbeitsweise dieses Geheimdienstes gewinnen konnte. Und er ist derjenige, der diese Dokumente überbracht hat, von denen wir jeden Tag ein paar neue in den Medien lesen können. Es ist unbedingt erforderlich, ihn anzuhören, damit auch endlich diese Zweifel aufhören an der Glaubwürdigkeit seiner Aussagen und damit wir auch prüfen können, welche sind die politischen Folgen, die wir aus diesen Aussagen zu ziehen haben. Und auch das ist eine Selbstverständlichkeit, jemand, der vor einem Untersuchungsausschuss aussagt, der darf dadurch keine Nachteile fürchten. Es muss klar sein, dass er das frei von Verfolgung und frei von der Gefahr der Auslieferung tun können muss. Wir wollen damit ausdrücklich dem Bundestag oder diesem Untersuchungsausschuss nicht vorschreiben, wie er das zu tun hat. Das ist, wie Sie sehen, nicht die Intention dieses Antrags und das darin nicht enthalten. Aus diesem Grund freuen wir uns, wenn Sie heute mit uns gemeinsam ein Signal an den Bundestag senden, dass die vier Fraktionen, die Bundestagsfraktionen, jetzt zügig zueinander kommen, damit endlich dieser Untersuchungsausschuss eingerichtet werden kann. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Schwert. Für die SPD-Fraktion spricht der Kollege Stotko. Für die Piraten hat noch einmal Herr Schwert um das Wort gebeten. Ja, ich bin ein bisschen sprachlos. Wie kann man sich denn hier hinstellen und immer wieder sagen, es muss unbedingt eine Aufklärung auf Bundesebene geben und sich dann noch nicht mal dazu bereit erklären, zu begrüßen, dass es einen solchen Untersuchungsausschuss gibt. Nirgendwo steht hier irgendwas von Vorschreiben, irgendwen was vorschreiben. Nein, wir fordern nicht die Einvernehmung, sondern wir benennen ihn als Zeugen. Wir würden ihn als Zeugen benennen. Nichtsdestotrotz, Herrn Golland, wir sollen uns um Menschen in Nordrhein-Westfalen kümmern. Die Frage ist allerdings, wer kümmert sich im Moment um die Menschen in Nordrhein-Westfalen, was diese Untersuchung, was diese Spionageaffäre angeht? Das tut im Moment niemand und genau darum wollen wir uns kümmern. Herr Jäger, Sie sagen immer von wegen Zeitungsartikeln, denen wir glauben oder nicht glauben. Nee, wir beziehen uns überhaupt nicht auf Zeitungsartikel, wir beziehen uns auf Originaldokumente, die vorliegen und die zu prüfen sind. Und Sie sind diejenigen, die immer deren Beweiskraft in Zweifel gezogen haben. Und dann nutzen Sie doch mal die Gelegenheit oder begrüßen Sie doch jetzt mal die Gelegenheit, dass hier geklärt werden soll. An Herrn Stotko, der sagte oder unterstellte, dass diese Vernehmung von Edward Snowden auf jeden Fall in Deutschland stattfinden solle. Das steht in diesem Antrag auch nicht drin. Das ist auch in der Zeit tatsächlich ja die Frage, ob er überhaupt sicher in Deutschland wäre. Bei der Gelegenheit ist es schön, dass Sie es angesprochen haben, die Asylfrage. Wir Piraten sind immer noch die Einzigen, die hier das Asyl für Edward Snowden im nordrhein-westfälischen Parlament gefordert haben. Ich finde es eine
Ich finde es armselig, dass keine andere Partei sich hier damit auseinandersetzt. Ich meine, an die CDU muss ich das jetzt gar nicht, adressieren, da erwarte ich nichts. Von der SPD, die verhält sich wie der Wurmfortsatz der Großen Koalition hier, als würde man seine eigene Meinung am Eingangstor hier abgeben. Von den Grünen bin ich jetzt nicht so enttäuscht. Ich habe eigentlich nichts anderes erwartet. Wir wissen, dass bei den Grünen politischer Wille und politisches Wirken besonders weit auseinanderfällt. Aber der Appell an Sie, es ist Ihr Koalitionspartner. Reden Sie mit ihm, wirken Sie auf ihn ein. Es hat wenig Zweck, wenn ich da hingehe und mit denen rede. Das ist Ihr Job. Tun Sie den. Und der letzte Punkt. Der letzte Punkt ist die FDP. Na, die FDP, man weiß nicht. Ist sie für, ist sie dagegen, enthält sie sich? Ich würde sagen, beziehen Sie doch endlich mal Stellung, und das sollte eigentlich auf Seiten der Bürgerrechte sein. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Schwert.